Hallihallo und herzlich willkommen wieder bei Mr. Hartman Full und willkommen bei Part 2 von Resident Evil Remaster. Ja, beim ersten Teil sind wir hier geblieben, also bis hierher gekommen. Wir hatten, also wir sind jetzt, also wir sind gerade beim Anfang, wir waren hier beim Zombie, haben von den toten Schwarzen ein Videoband bekommen und jetzt ist Chris und Valentine weg. Und haben mir eine Pistole mit 15 Schuss überlassen. Also das ist wirklich zum Kotzen. Die waren so sparsam, das ist unglaublich. Naja, kann man ja nichts machen. So. Was haben wir hier jetzt? Pistole und Messer natürlich. Jo. Gesundheit, grün, passt. Auf geht's. So, mal schauen. Also die Grafik finde ich richtig geil. Also ehrlich, die haben sich schon... Also... Die Grafik ist gut. Schauen wir mal, was hier so gibt's. Aha. Ein Porträt hängt an der Wand. Es scheint fast alle, als würde es sie beobachten. Ich hoffe mal nicht hier. Eine Frau im Brunnen. Ah, okay. Da weiß ich, was man machen muss. Schieb doch. Da ist eine Karte von Villa EG. Mitnehmen. Natürlich. Schreibmaschine. Okay, zu, alles zu. Da ist offen. Okay, warte. Da ist offen. Hier ist es zu. Oben ist auch alles zu. Ist verschlossen. Ein Schwertsymbol ist in das Schloss eingraviert. Dolch mitnehmen, natürlich. Mit Verteidigungsmitteln wie den Dolch können Sie vorübergehend ausweichen, wenn ein Gegner Sie packt. Okay, das weiß ich. Wir haben das Auto auf automatisch gestellt, ne? What the fuck? Das habe ich ganz vergessen, Alter, dass hier ein Zombie kommt, ey. No! Hurensohn! Komm her, du Spasti. Weg hier, weg, weg, weg! Nein! Messer! So, du Spasti-Kind, Alter. Weg hier, Alter. Scheiße, Junge. Da würde ich mich schon in die Hosen scheißen, wenn ich so einen Zombie sehen würde. Oh, so. Das noch nicht zu uns. Das brauchen wir noch nicht. Platz sparen. Hoffentlich ist der Zombie jetzt nicht hier, Alter. Wenn der Zombie hier ist, Alter, dann ist es... Ich höre nichts. Bitte, sei nicht da. Nein, ist er nicht. Wo ist denn der Hurensohn, Alter? Ja, hier ist Kameraden Kenneth. Scheiße. Bitte, bitte spring nix. Also bitte nix aus dem Fenster hier jetzt, Alter. Bitte. Ich hasse solche Stille. Es ist zu still.
Irgendwas stimmt hier nicht. Ja. Oh nein. Munition, das kann man immer gebrauchen. Liegt auf dem Boden. So als sei sie plötzlich gestorben. Was zum Teufel ist im Haus vorgefallen? Ja, das will ich nicht wissen, Junge. Okay, er ist tot. Pflanzen nehmen wir noch keine mit. Okay, das Fenster ist offen. Hoffentlich kommen keine Krähen, Alter. Ich weiß, bei Resident Evil kommen immer Krähen, Alter. Scheiße. Ein Zombie liegt am Boden. Alter, fick dich doch. Nein, Mann, Alter. Bitte nicht. Hurensohn, Alter. Was soll ich jetzt machen, Alter? Okay, ein Zombie. Soll ich jetzt? Alter! Verschwinde von mir, du kleiner Spast, Alter. Nein, nein. Ich will keine Munition abballern, Alter. Das ist das Problem, Alter. Ehrlich. Auf dem Schild einer Infoschrift. Der Tod ist der wahre Geist des Glück. Was? Glückseligkeit. Oh, okay. Schlüssel. Ah, da weiß ich jetzt, was ist. Den Schlüssel dürfen wir nicht nehmen, sonst sind wir am Arsch. Auf dem Schild einer Inschrift, der Tod ist alles. Ja, für dich vielleicht. Helmsymbol ist. Den Schlüssel kann man nicht nehmen, weil wir brauchen ein Duplikat von dem Schlüssel. Und das ist das Problem. Wenn ich jetzt den Schlüssel nehme, kommen von links und rechts die Einbuchtungen werden jetzt zugemacht und der hier, der kommt und die Scheibe hier dreht sich und der massakriert mich. Also wir nehmen den Schlüssel noch nicht. Also, gehen wir mal weiter hier. Nicht Zombie, bitte nicht. Ich hasse die Zombies, ehrlich. Ich hasse die Zombies, Alter. Hurensohn, verschwinde von mir, du Spastenkind, Alter. Weg hier. Eis am Boden. Sie ist von der anderen Seite verschlossen. Okay. Drei Schuss haben wir abgegeben. Mal schauen. Schon wieder. Oh, oh. Das... Ja, genau, das habe ich gesucht. Goldener Pfeil mitnehmen, natürlich nehmen wir den mit. Während des Schatzes, ja, okay, ich weiß es. Munition, nimm! Weg. Hurensohn. Komm her, komm zu Papa, Alter, komm her, genau so. Nein, komm her, hier. Komm. Hurensohn, nein! Verschwinde, du kleiner Bastard, Alter. Verdammter Wichser, ey. Hat er mich erwischt, ey. Sie ist von der anderen Seite verschlossen. Scheiße, ey. Ja, ich schau schön aus. Jo. Sie haben die Tür aufgeschlossen. Natürlich habe ich die Tür aufgeschlossen. Und auf geht's, Alter. Ah, okay, wir sind oben vom Speisesaal, sind wir jetzt im ersten Stock oben. Ein Schwarzebol ist in das Schloss eingraviert. Nee. Ah, oh, nein, Alter. Komm her, du Spasti, Alter. Was willst du machen, Alter? Komm her zu Papa, komm. Leute, ich weiß, es nimmt Zeit in Anspruch, aber ich muss es so machen, weil ich will Munition sparen. Hier zählt jeder Schuss. Oh, ein Dolch. Natürlich, auf geht's. Hurensohn!
nehmen das jetzt gleich mit. Das kenne ich noch. Wir müssen die Statue hier runterschieben. Und den Kristall, also den Diamanten, werden wir später mal brauchen. Ich glaube für die Magnum oder so. Schauen wir mal. Und auf geht's, Papa. Upa. So, wo ist der Zombie? Okay. Ich schaff's. Jawohl. Jawohl, wir sind die Champions, also. Nicht zu früh freuen. So. Wir sind wieder im Hauptsaal. Sie ist von der anderen Seite verschlossen. Nein. Kann man hier raus? Sie können von der Dunkelheit und neben nichts erkennen. Natürlich kann man nichts erkennen. Alter. Also die Gemälde, wirklich, die machen mir Angst, Alter. Ein Ölgemälde in einem großen Rahmen. Die Farbe ist trocken und riesig. Okay. Da hat einer die ganzen Türen verschlossen, Alter. Der ist irgendwie in Urlaub oder was? Keine Ahnung. Die Tür ist verschlossen, ey. Ein schwarzes Symbol ist. Junge. Was ist das hier? Okay, die fliegen, Alter. Aber Zombies. Wilson! Sie sind. Also, sie ist von der anderen Seite verschlossen. Also, hinter dem Schloss ist irgendwas. Das sehe ich. Ein zerdrückter Grabstein. Er trägt weder Name noch Inschrift. Ja. Verschwinde von mir, du Spastenkind, Alter. Hier ist auch ein Zombie drüben. Ist Munition für Schrotflinte, aber das nehmen wir noch nicht. Wir gehen erst hierher. Ein Grabmal mit dem Bild eines Engels. Hier ist eine Einbuchtung in Form einer Pfeilspitze. Das kommt mir bekannt vor. Prüfen. Oh. Juhu, und wir haben die Pfeilspitze. Verwenden. Puktion. Und auf. Schneller, Alter. So. Hoffentlich ist unten nichts, Alter. Ich hoffe es, Alter. Es brennt. Ui. Also, ich würde mich echt in die Hosen scheißen, wenn ich jetzt hier wäre. Ein Steinmann mit einem Loch anstelle der Augen. Ein Steinstatue mit Löchern anstelle von Augen, Nase und Mund. Ein Statue mit einem Loch, okay. Und das ist mit dem Mund. Also, wir sind schon bei 12 Minuten 20. Ich würde sagen, wir hören hier auf mit Part 2. Ich hoffe, euch hat das Gameplay gefallen. Man sieht sich dann im Part 3. Hoffentlich, wenn euch das Gameplay gefallen hat, abonniert mich. Oder schreibt mir, was ich besser machen kann, was ich machen soll im Spiel oder was ihr gern sehen würdet. Also schreibt einfach Kommentare. Ich nehme Kritik und an, also es ist kein Problem. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ne? Und haut rein. Ich hoffe, Stars erwischt euch nicht wieder mal. Stars.